Hallo und herzlich willkommen zum Gadget des Tages bei Pearl TV. Und heute werden wir mal ganz, ganz speziell, nämlich für alle, die gerne an ihrem Smartphone oder auch an ihrem Tablet-PC arbeiten. Und zwar auch grafische Arbeiten machen. Handschrifterkennung ist natürlich ein großes Zauberwort. Oder dann natürlich auch zeichnen. Weil hier haben wir einen hervorragenden Eingabestift. Mit dem Finger geht es natürlich, aber da wird man doch ein bisschen grob. Und hier haben wir eine Spitze mit 2,44 mm, also ganz, ganz dünn. Im Normalfall würde das gar nicht gehen, weil die kapazitiven Bildschirme reagieren auf das Magnetfeld der Finger und das muss ein bisschen breiter sein. Aber hier bei diesem Eingabestift wird ein künstliches Magnetfeld um die Spitze herum erzeugt. Und dadurch simuliert es den Finger und ich kann punktgenau arbeiten. So, und ich habe hier jetzt mal was vorbereitet. Wir haben hier einfach mal Paper. Das kennen Sie vielleicht, dieses Programm. Ich suche mir einfach mal was aus, wo ich ein bisschen zeichnen will. Machen wir einfach mal hier nur einen roten Strich. Hier habe ich ein Radiergummi. Das kennen Sie vielleicht, das Programm. Und ich gehe jetzt mal auf den Stift und nehme mir die rote Farbe. Und jetzt male ich einfach mal nach. Und ich hoffe, Sie sehen es, wie genau das geht. Und jetzt mache ich mir zum Beispiel ein bisschen Beige zwischenrein und kann hier zeichnen, wie ich möchte. Wichtig ist natürlich auch die Handschrift. Hier, gerade wenn man handschriftliche Sachen zeichnen will, schauen Sie, wie schnell dieser Stift reagiert. So, Handschrifterkennung zum E-Mail-Schreiben, das ist eine Erleichterung, die ist unglaublich. Oder auch beim Malen natürlich. Hier, ich kann Schattierungen machen, ich kann punktgenau malen. Sie entschuldigen Sie bitte, ich bin zeichnerisch nicht so begabt, aber ich denke, Sie sehen das Prinzip, wie genau das geht, wie fein mit dieser 2,44 mm dünnen Spitze. Also einfach mal, ach, ich schicke dem Stift jetzt mal ein Herz. Ja, das sollte natürlich rot sein. Dann stellen wir um auf rot und Sie sehen jetzt, wie punktgenau das geht. Radieren kann ich natürlich auch mit dem Stift. Dann mache ich es einfach wieder weg. Oder natürlich hier jetzt radieren, wenn ich grobflächig radieren will, entsprechend mit dem Finger. Hier würden Sie bei anderen Eingabestiften mit Sicherheit scheitern. Und gerade wenn es um die Handschrifterkennung geht, geeignet für alle Geräte mit kapazitiven Touchscreen, zum Beispiel Smartphone, Tablet, iPhone und iPad natürlich auch. Und hier sehen wir es mal, wenn man zeichnen möchte, wie genau, wie punktgenau und dünn hier dieser dieser Stift das macht. Es ist einfach schön. Und wenn man dann, wenn man hier wirklich genau malen will, auch mal Schattierungen bei Bildern, die man malt, was ja heutzutage überhaupt kein Problem ist auf einem Tablet, dann ist man punktgenau dort, wo man hin will. Auch natürlich für Internetseiten, wenn man da drauf will. Ganz einfache Bedienung, selbstverständlich auch. Ja, und da geht man genau drauf. Übrigens noch ein kleiner Tipp für unsere Smartwatch auch. Könnte man auch jederzeit, dann kommt man noch punktgenauer drauf. Also das ist ein Gerät für alle, die gerne genau arbeiten mit ihrem kapazitiven Bildschirm. Eben malen, punktgenau schreiben und ähnliches. Also die besonders schmale Spitze. Das zeichnet das aus, das möchte ich noch einmal betonen. Im Normalfall haben solche Touchpads eben eine große, um den Finger zu simulieren. Wenn es dünner wäre, würde das da nicht gehen. Hier mit diesem Eingabestift geht es, denn der baut hier automatisch ein Magnetfeld auf. Das Ganze mit einem Akku, das circa 10 Stunden hält. Später dann gerade wieder anschließen, aufladen und dann kann es weitergehen. Nach 10 Stunden Arbeit hat man auch mal eine Pause verdient. Dieser Eingabestift, das ist für mich ein absolutes technisches Highlight und es macht unglaublich Spaß, damit zu arbeiten. Und wenn Sie viel malen, viel schreiben, dann holen Sie sich diesen Stift. Den gibt es gerade mal für 37,91 € mit der Bestellnummer HZ2511 und der 569. Ich werde ihn mir zulegen, auf jeden Fall, auch wenn ich mal nur Kleinigkeiten mache und werde vielleicht auch mal ein bisschen malen üben, weil es macht so unglaublich Spaß mit diesem Stift hier zu zeichnen, Schattierungen einzubringen und so weiter. Also, wenn Sie auch grafisch begabt sind oder viel machen, dieser Stift ist ein absolutes Muss für 37,91 € unser Gadget des Tages heute. Schlagen Sie zu!